Das Wort hat nun Kollege Kai Gehring für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren hier heute über ein schwarz-gelbes Studienfinanzierungspaket. Ein Paket, wo ich als Studierender sagen würde, Annahme verweigert, denn das geht an den Empfängern dieses Paketes, an den Finanzierungsbedarfen der Studierenden ganz, ganz klar vorbei. Dieses Finanzierungspaket ist unausgewogen, es setzt die falschen Prioritäten und es bringt weniger statt mehr Bildungsgerechtigkeit. Ihre mickrige BAföG-Erhöhung um 2%, es sind ja 12 Euro, da kann man eine halbe Stunde im Uni-Copyshop stehen und dann ist das Geld sozusagen aufgebraucht, wenn man den Höchstsatz erhält. Diese mickrige BAföG-Erhöhung verblasst völlig im Schatten Ihres monströsen nationalen Stipendienprogramms. Sie wollen 300 Millionen Euro an Steuermitteln in Elite-Stipendien geben. Wir sagen, geben Sie dieses Geld ins BAföG, klotzen statt kleckern Sie. Mit diesen 300 Millionen Euro könnte man das BAföG sofort um mindestens 5% erhöhen, sowohl bei den Bedarfssätzen als auch bei den Freibeträgen. Aber vor lauter Gerede über Spitze, Elite und Exzellenz dürfen Sie die Breite nicht vergessen, Frau Schawan und liebe FDP. Und ich sage Ihnen auch mal ganz klar, warum dieses nationale Stipendienprogramm Murks und Mumpitz ist. Erstens, es bringt den Studierenden keinen Gewinn. Elite-Stipendien für wenige kann eine verlässliche Studienfinanzierung für alle mit klaren Rechtsansprüchen eben nicht ersetzen. Und wenn man NRW hier als Blaupause für den Bund nimmt, dann muss man sagen, 0,4% aller NRW-Studierenden bekommen ein NRW-Stipendium. Das ist doch lächerlich, das ist doch ein Witz. Da kann man doch von Verlässlichkeit nicht reden. Im Übrigen wird dieses 10%-Ziel völlig illusionär, wenn man sich das anguckt. Und es sind im Übrigen auch Kurzzeitstipendien. Man kriegt es für 2 Semester, 1 Jahr. Hurra! Ja, das ist ja eine unheimliche Zukunftsperspektive für die jungen Leute. Vor allem, wenn man dann noch den Studienort wechselt und dann das Stipendium verliert. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist mobilitätsfeindlich und offensichtlich haben Sie aus den Bologna-Debatten überhaupt nichts gelernt. Das ist eine reine Luftnummer aus der Sicht der Studierenden. Zweiter Kritikpunkt, die sozialen Schieflagen werden verschärft. Und da können Sie noch so oft sagen, das ist sozial. Es ist eine der großen schwarz-gelben Lebenslügen in diesem Land, dass Sie sagen, die Stipendienvergabe orientiert sich nur nach Leistung und nur nach Begabung. Das ist falsch. Das wissen wir aus den Studien, dass eben auch Habitus und soziale Herkunft maßgeblich mit darüber entscheiden, ob man in den Genuss eines Stipendiums gelangen kann oder nicht. Insofern privilegieren Sie hier besonders chancenreiche Akademiker aus einkommensstarken Familien, anstatt endlich das zu tun, was notwendig ist, nämlich den unterrepräsentierten Gruppen an den Hochschulen den Weg auf den Campus zu ebnen. Und deshalb schlagen wir auch vor, ein Stipendien-Sonderprogramm, um gerade diesen unterrepräsentierten Gruppen hier auch ein Angebot zu machen, anstatt so eine FDP-Klientelpolitik hier zu machen. Der nächste Punkt ist, wo Sie gerade die Hochschulen ansprechen. Danke, Herr Meinert. Die Hochschulen werden schlichtweg überfordert. Und ich weiß ja nicht, mit welchen Unirektoren Sie so sprechen. Aber mir sagen die immer, Herr Gehring, ich muss jetzt bald hier offensichtlich von Rotary Club zu Lions Club tingeln und muss gucken, wie ich für 8% meiner Studis hier die Gegenfinanzierung hinkriege. Sie stülpen als Bundesregierung und als Regierungsfraktion den Hochschulen die komplette Organisation von A bis Z dieser Stipendien eben auf. Von Einwerbung, Abwicklung, Ausgestaltung, Vergabe, das alles wird den Unis aufgebürdet und das ist deshalb vor Ort offensichtlich nichts anderes als ein hungriges Bürokratiemonster, wo die Hochschulen vielerorts auch überfordert sein werden, das tatsächlich hinzukriegen. Und ich sage auch, die regionalen Unterschiede, die werden verstärkt. Das sieht man doch in Nordrhein-Westfalen schon. Und das ist doch sozusagen, das liegt doch auf der Hand, dass Elite-Unis da sozusagen weniger Schwierigkeiten haben, Stipendien einzuwerben, als das zum Beispiel bei kleineren Universitäten ist, als das zum Beispiel bei Universitäten in strukturschwachen Regionen ist, die zum Beispiel auch ein klares geisteswissenschaftliches Profil haben, anstatt im MINT-Fächer Mainstream zu liegen. Und an diesen Universitäten, da sind die Studierenden doch nicht weniger leistungsbereit. Da sind sie doch nicht weniger begabt. Aber für die Studis dort bringt es nichts und deshalb ist das an dieser Stelle auch schlichtweg Mumpitz. Die Liste ließe sich
Die Liste lässt sich weiter verlängern. Wenn man sich das anguckt, bei den Büchergeldstipendiaten, bei den Begabtenförderungswerken, die sagen ja selber, ich finde es ungerecht, dass mein Büchergeld um 275% erhöht wird. Da haben die Stipendiaten aus den 12 Begabtenförderungswerken doch eine klare Erklärung zu gemacht. Die Wirtschaft lässt sie im Regen stehen, aber völlig, obwohl sie denen sogar noch die steuerliche Absetzbarkeit dieser Stipendienstifterei dann sozusagen auch noch zugestehen, sagen die Arbeitgeberverbände, nein, das ist nicht unsere Aufgabe, entsprechend da was zuzutun. Und auch die eigenen Landesminister, Frau Schawan, lassen sie doch im Regen stehen, wenn man sich den schleswig-holsteinischen Wissenschaftsminister anhört, der sagt, das Ganze ist nicht bezahlbar und das betrifft sozusagen die Länder ganz unterschiedlich. Und ich sage Ihnen voraus, wenn jetzt am kommenden Sonntag sich die Bundesratsmehrheit verändert, dann ist es auch eine Chance, diesen nationalen Stipendienmurks endlich zu stoppen. Damit wäre es bereits übermorgen so, dass Ihr Stipendienprogramm zum Scheitern verurteilt wäre. Und die Menschen in Nordrhein-Westfalen wissen auch, dass am 9. Mai die Chance besteht, diese ungerechten Studiengebühren wieder abzuschaffen, weil wir diese Campusmaut eben nicht länger wollen, damit ein Studium nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt. Und es ist gut, dass die Schüler und Studierenden im Rahmen des Bildungsstreikes dafür und gegen die sozialen Schieflagen im Bildungs- und Hochschulsystem protestiert haben in dieser Woche. Sie haben unsere Solidarität und die Ergebnisse der 19. Sozialerhebung legen auch gerade nahe, dass es keinen Grund zum Jubeln gibt, sondern weiterhin Grund zur Sorge und vor allem Umdenken bei der Bundesregierung, weil die soziale Selektivität erschreckend stabil ist, weiterhin Akademiker unter sich bleiben und man von sozial offenen Hochschulen schlichtweg nicht reden kann, sondern weit davon entfernt ist. Und deshalb muss die Antwort gerade auch auf die Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerkes sein, keine magere Alibi-Novelle beim BAföG zu machen, keine Elite-Stipendien für die Besten und Reichsten aufzulegen, sondern wirklich eine ambitionierte Reform der Studienfinanzierung zu machen, wo es darum geht, auch die unteren und mittleren Mittelschichten mitzunehmen. Daher unser Vorschlag des grünen Zwei-Säulen-Modells. Ich finde, darüber sollten wir in den nächsten Monaten und Jahren weiter diskutieren und es auch einführen, dass alle Studierenden in diesem Land eine Sockelförderung in gleicher Höhe als Basisabsicherung bekommen, als starken Anreiz für alle. Und dass es als zweite Säule eine ganz starke soziale Komponente, einen unerlässlichen Bedarfszuschuss gibt. Das wäre eine bessere Studienfinanzierung als das, über das wir hier heute diskutieren. Also motten Sie Ihr nationales Stipendienprogramm ein, erhöhen Sie das BAföG sofort, nämlich viel, viel deutlicher, und bringen Sie mit uns ein Zwei-Säulen-Modell auf den Weg. Und das wäre eine bessere Studienfinanzierung als das, was Sie hier heute vorschlagen. Das Wort hat nun